Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, hier ist wieder eure Ellie. Heute bin ich mal alleine. Also, ich habe ein Problem. Eigentlich gesagt, das sind zwei, aber eins, das, was ich euch zeigen werde. Das zweite Problem ist, ja, wir machen oft Videos auf Arabisch, auf Deutsch, Kroatisch. Jetzt haben sich manche halt aufgeregt, oh, ich verstehe nicht Deutsch, was, ich komme nicht mehr zu dir. Ja, schade, aber was will ich jetzt machen? Ich kann nicht immer in, wir können nicht immer alle drei Sprachen übersetzen. Ja, also, aber was ich euch noch sagen wollte, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt will ich ein paar aufzählen, wo ich Danke sagen will. Als erstes, das ist die Jednostavna Kuchinja, eine ganz liebe Köchin. Aber das muss ich jetzt ein bisschen auch auf Kroatisch, weil sie versteht, ich denke, kein Wort auf Deutsch. Also jetzt kommt das Kroatische. Draga jednostavna kuhinja, evo sad na ovom mjestu ti želim kazati puno ti puno hvala što me uvijek podržavaš, što uvijek daš lijepe komentare. I naravno ja uvijek tebe gledam sve od početka do kraja, uvijek super. Also, na ovom mjestu kažem tebi jednostavna kuhinja, puno, puno hvala. So, jetzt kommen die auf Deutsch. Zweite Danke wollte ich sagen der lieben Anja vom Graufaltern. Auch vielen, vielen Dank immer fürs Zuschauen. Ja. Das ist auch eine super gute YouTuberin, sie gefällt mir sehr gut. Also ich würde gerne mal mit dir Kaffee trinken gehen. Echt schade, dass wir nicht in der Nähe zusammen wohnen. Dann könnten wir zusammen shoppen gehen, Kaffee trinken. Also das ist, wäre schön, aber schade, weit weg. Wem will ich noch Danke sagen? Das ist Koch mit Sultanan. Sie tut auch super tolle Sachen kochen. Also ich gucke dich immer sehr gerne an, liebe Sultana. Der dritte, wenn ich Danke sagen will, das ist der liebe, ich denke, du, ne, zwei Männer haben wir hier. Der liebe Matthias, dich gucke ich auch immer gerne, Matthias M. Mit seinen Bienen und der schwäbische Akzent, der gefällt mir auch sehr gut bei dir. Dann auch einer meiner Lieblings-YouTuber ist der liebe Salu Kocht. Er macht ihm auch Kochrezepte, dann dies für Haare, für Haut etwas so. Gefällt mir auch richtig sehr gut. Lieber Salu, an der Stelle sage ich dir vielen Dank, dass du auch uns immer unterstützen tust und liken tust. Danke, danke, Shukran. Dann auch liebe Grüße an die liebe Margarete. Auch immer sehr tolle Videos macht sie mit Blumen, Natur, bla bla. Also und sehr sympathisch. Dann, wen will ich auch noch sagen? Sie macht keine Videos, aber sie tut auch immer tolle Kommentare. Die ganz liebe Laila Mia. Hallo, liebe Laila Mia. Vielen Dank dir und viele Grüße von mir, dass du uns unterstützen tust. Und zuletzt Elisabeth. Hallo, liebe Elisabeth. Vielen Dank auch für deine lieben, netten Kommentare. Und du hast auch immer tolle Videos. Du hast eine Zeit lang Pause gemacht. Jetzt bist du wieder aktiv geworden. Freut mich sehr. So, das war jetzt ein paar kurze, was ich sehr gerne anschaue, was mir auch sehr sympathisch sind. Jetzt mein Problem. Ja, genau. Für das Problem habe ich den Selfmade 61 gefragt für meine Bonsai-Bäume. Gehen wir jetzt nun zu meinen Bonsai-Bäumen. Sudele, also hier ist mein Problem, meine Bonsai-Bäume. Also dem geht es ja noch gut. Dem hier auch, aber der arme Kerl. Also, und lieber Selfmade, guck es dir jetzt genau an, wie er jetzt ausschaut. Der Selfmade hat mir geraten, ich soll ihn hier oben kürzen. Ja, also, da, die waren alle so schön, schöne Blätter gehabt. Und dann so
hier so Wilderungen. So. Dann dachte ich mir, ich schneide jetzt mal alles ein bisschen kürzer und schauen wir mal, was wird. Aber dann da oben ist nichts geworden, da schaut es schlecht aus, hier schaut es schlecht aus. Und hat vielleicht von euch einer eine Idee, was man machen könnte? Also Selfmade hat gesagt, ich soll ihn schneiden. Das werden wir jetzt machen. So, meine Lieben, jetzt hat mein Mann den Bonsai-Baum hier hingetan. Und schaut, Erde, also ich tue ihn, wie oft tue ich ihn gießen? Ich, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche im Sommer. Ja. Und jetzt, das ist das Problem. Jetzt hat der liebe Selfmade gesagt, ich soll immer ein paar Zentimeter bis zum Grünen, aber ich sehe, da ist gar nichts. Er hat gesagt, man soll das Grün sehen. Da ist jetzt gar kein Grün. Da ist jetzt auch gar kein Grün. Das ist alles abgestorben. Ah, Küchenschere. Das ist keine richtige Bonsai-Schere. Ei. Das ist alles trocken. Hat von euch einer vielleicht auch eine Idee, was man machen kann? Ei, das ist alles abgestorben, alles braun. Also da kommt gar nichts Grünes mehr raus. So eine verdammte... nichts. Also der ist tot, oder? Oder warte, komm an. Ei, ei, ei. Und hier? Und der war auch gar nicht mal so günstig. Ich habe 130 Euro für den bezahlt. Ja, am Anfang hatte es so richtig schön. Hier schön wuschig, hier wuschig, da wuschig. Also hier ist er schon mal, da gibt es gar nichts Grünes. Nichts, alles braun, alles tot. Und hier auch. Also, hat jemand von euch eine Idee? Weil ich liebe Bonsai-Bäume. Jetzt weiß ich nicht, lieber Selfmade, soll ich das da hier auch schneiden oder soll ich das lassen? Weil eigentlich schaut es ja nicht schön aus. Guck, hier so kurz, da und hier so lang. Also, eine Schönheitskönigin würde der Baum jetzt nicht. Ja, also sag mir bitte, ob ich das hier auch noch schneiden soll. Und bis wohin? Und ich weiß nicht mehr weiter. Ja. Also das war jetzt mein Problemchen, liebe Leute. Mhm. An dieser Stelle machen wir Schluss und ich freue mich auf eure Ratschläge und wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like da und wer uns noch nicht subscribed hat, also wie heißt das auf Deutsch, abonniert hat, genau, dann soll es bitte machen. Dann bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Ellie.